Mit durchschnittlich mehr als 2200 Besuchern am Tag zählen die Gedenkstätten der Stiftung Berliner Mauer zu den meistbesuchten der Hauptstadt. Erst kürzlich wurde hier der 5-millionste Besucher begrüßt. 220 Meter der Berliner Mauer, die einst auf einer Länge von 155 Kilometern West-Berlin umfasste, sind hier erhalten geblieben. Mit einer Smartphone-Anwendung können Nutzer vor Ort nun zusätzlich virtuelle Zeitreisen entlang des ehemaligen Berliner Mauerstreifens machen. Der Regisseur Robin von Hardenberg hat dazu eine App entwickelt, die historische, dokumentarische Filmaufnahmen nahtlos in das Live-Bild des eigenen Smartphones einblendet. Vom Aussichtsturm des Dokumentationszentrums kann man beispielsweise Augenzeuge der Zerstörung der Versöhnungskirche werden. Time Traveler Augmented ist eine App, die praktisch das iPhone oder ihr Mobilgerät in ein Fenster in die Vergangenheit verwandelt. Man kann damit an historischen Orten stehen und dann zum Beispiel hier auf den Todesstreifen gucken. Und wenn man dann die App anschaltet und da drauf schaut, sieht man, was hier in der Vergangenheit passiert ist. Ein direkter und unmittelbarer Zugang zur Geschichte eines historischen Ortes. Auch die dramatische Flucht der Frieda Schulz aus dem Fenster ihrer Wohnung kann man so miterleben. Die App erkennt dazu Bildausschnitte, auf die das Smartphone gerichtet wird, und blendet Szenen ein, die sich vor Jahrzehnten abgespielt haben. Das ist gerade für die jüngere Generation natürlich spannend, weil die natürlich sowieso affin sind für solche Geräte, aber eben auch, weil der Eindruck so viel stärker ist, weil du wirklich da draußen dann ganz emotionale Momente miterlebst, als ob du damals dabei gewesen wärst. Die App führt Nutzer mit einer GPS-Karte an 11 Originalschauplätze entlang des Mauerstreifens und ist für iOS und Android erhältlich.